Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute wird es wieder kreativ und bunt und was wir genau machen, siehst du nach dem Intro. Wie vor dem Intro erwähnt, möchte ich heute abstrakte, kreative, bunte Fotografie machen, denn das liegt mir am Herzen und da habe ich persönlich am meisten Spaß dran und ich hoffe, du begleitest mich heute auf dieser Reise und ich kann dir versprechen, deine Bilder sehen auch extrem geil aus und du wirst verdammt viel Spaß haben, denn heute möchte ich mit euch das Seifengitter fotografieren, aber nicht das klassische Seifengitter, wie hier dargestellt mit der typischen Regenbogenreflexion. Falls dich das interessiert, wie man eine Regenbogenreflexion von einer Seifenschicht fotografiert, da habe ich schon mal ein Tutorial drüber gemacht gehabt. Ich verlinke es euch einfach mal kurz in der Infobox. Nein, heute möchte ich keine Regenbogenreflexion haben. Ich möchte einfach nur dieses Gitter haben, ein bisschen Farbe dazu streuen und das Ganze dramatisch beleuchten. Und dann kriegt ihr solche Ergebnisse hin und das sieht doch schon mal richtig geil aus. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los mit den benötigten Materialien. Und ganz klassisch für Seifenblasen oder Seifenwasser braucht man natürlich etwas Spüli und Leitungswasser. Und das mischt ihr euch einfach in einem kleinen Glasgefäß zusammen. Ich habe jetzt hier dieses Kerzenlicht genommen gehabt. Du kannst natürlich auch ein ganz normales Wasserglas nehmen oder whatever, was du einfach zu Hause rumfahren hast. Und als nächstes verwende ich hier eine klassische Bastelspritze. Da habe ich den Vorteil, ich muss jetzt nicht mit einem Strohhalm die Bläschen, sag ich mal, später erstellen und habe dann später auch das Seifenwasser im Mund, weil ich die falsche Seite vom Strohhalm nehme. So habe ich das früher gemacht gehabt und irgendwann schmeckt dein ganzer Mund nach Seifenwasser und das ist auch eher lästig. Und mit dieser kleinen Spritze kannst du dir ganz einfach die Bläschen selber spritzen und das ist schon mal eine große Erleichterung und der nächste Vorteil ist, wenn du Farbe, sag ich mal, noch dazugeben möchtest, kannst du die super dosieren. Du kannst natürlich auch für die Farbe eine Pipette nehmen und wie gesagt für die Seifenbläschen auch einen klassischen Strohhalm. Dann kommen wir zum Schauplatz, wo sich das Ganze abspielen wird und zwar bei mir in einer klassischen Petrischale. Du kannst natürlich auch ein Glastellerchen nehmen. Wichtig ist nur, dass es transparent ist und das Licht hindurchscheinen kann. Und dann kommen wir auch schon zur benötigten Farbe. Einerseits verwende ich hier klassische Acryltinte und andererseits Seidenmalereifarbe. Und der Unterschied ist ganz einfach erklärt. Die Seidenmalereifarbe ist viel dünner und lichtdurchlässiger als die Acryltinte. Die ist natürlich dann dicker und lichtundurchlässiger und in Kombination kriegst du damit richtig geile Effekte hin. Und dann kommen wir auch schon zur Beleuchtung. Ich verwende einen Aufsteckblitz und um auch noch mal ein bisschen Dramatik in der Farbe vom Licht herstellen zu können, verwende ich jetzt hier meine klassischen Farbfolien. Und dann kommen wir auch schon zum Untergrund, wo wir das Ganze drauf machen werden. Normalerweise würde ich dir einen Glastisch empfehlen, aber ich habe zum Beispiel keinen und ich mache das Ganze auf einem klassischen Aquarium hier. Und als kleinen Diffuser, da mir das Licht zu hart ist, verwende ich einfach obendrauf ein ganz normales DIN A3 Papierblatt. Und wenn ich das Licht von unten dann beleuchte, wird das schön weich und smooth. Und fotografieren werde ich das Ganze mit meiner Olympus OMD 1 Mark II, also die mich jetzt hier gerade filmt und verwenden werde ich mein Makroobjektiv 60 mm und du kannst natürlich auch Zwischenringe nehmen, Nahlinse, Hauptsache du kommst nah ran, denn dadurch lebt dieser Effekt und fotografieren werde ich das Ganze vom Stativ und auslösen mit meinem Kabelauslöser und ich würde sagen, starten wir mit dem Aufbau. Als erstes geht ihr zu eurem Glastisch oder nehmt einfach, wie ich, ein Aquarium und platziert dieses vor euch mit der Öffnung natürlich in eure Richtung, damit wir hier perfekt reingreifen können und unsere Blitze später justieren können. Als nächstes habe ich jetzt hier ein ganz normales DIN A3 Blatt. Ihr könnt auch ein DIN A4 Blatt nehmen. Das legen wir oben drauf als Diffuser. Und dann könnt ihr auch schon euren Blitz schnappen und
stellt ihn schon mal ins Aquarium oder unter euren Glastisch. Und als nächstes nehme ich mir jetzt hier zwei Bücher. Die nehme ich jetzt als kleines Podest und stelle sie mir auf mein Aquarium, damit ich später die Struktur vom Papier nicht auf meinen Fotos habe. Da ist ein kleiner Abstand immer ganz hilfreich. Und dann nehme ich mir meine Petrischale und lege sie mir oben drauf. Jetzt als nächstes kommen wir auch schon dazu, unsere kleine Seifenmische zu mischen. Ich fülle jetzt hier einfach ein bisschen Spülmittel rein. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Wasser und fertig ist meine kleine Mische. Jetzt müssen wir das Ganze einfach noch umrühren. Nehmt jetzt euer Spülmittel, füllt hier ein bisschen rein. Dann nehmt ihr euch einfach jetzt hier eure Farbe. Nehmt die Spritze, tut eure Farbe rein, spritzen. Und jetzt könnt ihr einfach die Spritze aufziehen und könnt damit ganz easy eure Bläschen machen. Jetzt baue ich kurz meine Kamera auf dem Stativ auf und fotografiere direkt von oben in meine Petrischale. Kommen wir nun zur Dosierung von den beiden Farben, die ich verwende. Einerseits habe ich ja hier die Acryltinte und andererseits die Seidenmalereifarbe. Und mein Tipp bei der Acryltinte hier, nehmt nur einen kleinen Tropfen von der eingebauten Pipette hier. Das reicht, dicke mehr müsst ihr gar nicht nehmen. Denn die ist relativ lichtundurchlässig und später kommt kein Licht mehr von unten hindurch und wir haben einfach nicht mehr den schönen Effekt mit der Beleuchtung. Bei der Seidenmalereifarbe hier könnt ihr natürlich ein bisschen mehr nehmen, da diese lichtdurchlässiger ist und flüssiger und dadurch einfach das Licht auch mehr hindurch scheinen kann. In Kombination von beiden Farben gibt es natürlich auch richtig coole Effekte und ich bin jetzt schon auf dein Ergebnis gespannt. Kommen wir nun zu den Kamera- und Blitzeinstellungen. Heute kann ich euch leider kein finales Rezept geben. Heute ist euer Forschergeist gefragt und ihr müsst ein bisschen herumexperimentieren. Aber das macht ja auch Spaß. Das liegt daran, da die Farben unterschiedlich lichtdurchlässig sind und in Kombination mit den Blitzen, mit den Farbfolien ist es hier schwierig, genau einen Wert euch zu geben, dass ihr das easy peasy nachmachen könnt. Aber das ist auch alles kein Hexenwerk. Wenn du das Belichtungsdreieck beherrschst, kriegst du das spielend hin. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was ist das Belichtungsdreieck? Das ist das Zusammenspiel zwischen ISO, Blende und der Belichtungszeit. Falls ich hier auch mal ein kleines Tutorial drüber machen soll, schreib es mir doch einfach unten in die Kommentare. Aber andererseits, von den ganzen YouTube-Fotografie-Kollegen hier gibt es ja auch schon genügend Tutorials darüber und da kannst du dich auch super drüber informieren. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal kurz los mit den groben Einstellungen, die ich hatte, damit du einen groben Richtwert hast. Ich habe natürlich vom Stativ fotografiert, dann der Bildstabilisator war auf ausgeschaltet. Ich habe im manuellen Modus fotografiert, manuell fokussiert und mein ISO-Wert lag um die 200, die Belichtungszeit zwischen 1/100 und 1/400 und meine Blende lag zwischen 8 und 22 und die Blitze haben in der kompletten Bandbreite entfesselt. Wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel zwischen den ganzen Sachen. Habe ich jetzt eine dunkle Farbfolie auf meinem Blitz, dann muss dieser stärker sein. Habe ich jetzt nur wenig Farbe drin, dann muss die Belichtungszeit kürzer sein. Und habe ich viel Farbe drin, dann muss die natürlich ein bisschen länger sein. Die Blitze müssen zum Teil wieder stärker sein. Ich muss die Blende ein bisschen schließen. Also das ist alles ein bisschen Rumspielerei. Aber wie gesagt, das macht Spaß. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns auch meine finalen Ergebnisse an. Forever young, or am I faking on the tip of my tongue? There's a sarcasm waiting for you. Trying to get through the door, although the room's already crowded.
trying to get. Mir hat das Tutorial hat mal wieder richtig Spaß gemacht, mit Seife und Farbe herumzupanschen und das Ganze dramatisch zu beleuchten. Und meine Ergebnisse, finde ich, sind auch ganz brauchbar geworden. Oder was meinst du? Schreibst du doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Und wenn du was Cooles machen konntest, häng am besten noch ein Bild von dir dran oder verlink mich einfach mal bei Social Media, denn mich interessiert natürlich auch dein Ergebnis, was du daraus gemacht hast. Und ich würde sagen, man sieht sich dann nächsten Freitag wieder mit irgendwas Kreativem hier aus der Fotografie, was mir so im Kopf herumschwirrt. Und bis dahin sage ich, mach's gut, hab einen schönen Tag und ciao!